Und jetzt gehen wir direkt in unseren ersten Vortrag und dafür übergebe ich an Nina und Laura Vanessa Müller von der Nationalen Kontaktstelle für das Sendai-Rahmenwerk. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen aus Bonn. Hallo. Ja, wir freuen uns auch, in diesem Jahr wieder über die Umsetzung des Sendai-Rahmenwerks berichten zu können. Mein Name ist Nina Köxalan, hier ist meine Kollegin Laura Vanessa Müller und wir haben uns für diesen Vortrag heute überlegt, wir teilen mit Ihnen einen Prozess, der uns in den letzten Monaten und auch Jahren besonders intensiv beschäftigt hat, nämlich die Entwicklung einer nationalen Resilienzstrategie, zu der ich zuerst was sagen werde und damit auch verbunden die Entwicklung eines Informationsportals, was später noch meine Kollegin vorstellen wird. Zur Resilienzstrategie möchte ich anfangen mit, wo haben wir eigentlich angefangen? Also was war die Ausgangslage, in der wir uns befunden haben und warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine Strategie zu entwickeln. Ich werde dann darauf eingehen, wie dieser Prozess abgelaufen ist, also die Erstellung und auch heute ein paar Kerninhalte als Entwurf heute vorstellen dürfen. Hier liegt aber die Betonung auf Entwurf, weil als Verabschiedung oder für die Verabschiedung der Strategie müssen wir noch ein paar letzte Schritte gehen, auf die ich auch noch eingehen werde. Zur Ausgangslage. Der wesentlichen Impulsgeber, warum wir uns überhaupt mit der Frage beschäftigt haben, brauchen wir eine neue Strategie, war natürlich das Senderrahmenwerk. Hier haben wir uns verpflichtet, die 7 Zielsetzungen umzusetzen und eine davon lautet, dass die Länder auch nationale Strategien zur Katastrophenvorsorge entwickeln sollen bis 2020. Aber neben dieser, ich sag mal, formellen Verpflichtung setzt das Senderrahmenwerk auch neue inhaltliche Akzente, die wir national aufgreifen wollten. Im Vergleich zu seinen Vorgängern, also das Yogo Framework for Action und Yokohamas Strategie, setzt das Senderrahmenwerk einen noch stärkeren Fokus auf das Risikomanagement. Also was können wir vor Katastrophen tun und wie können wir die Risiken dafür überhaupt verringern? Anders als das Yogo Framework, was sich auf Naturgefahren konzentrierte, hat das Senderrahmenwerk eine breitere Perspektive auf alle Gefahren. Auch das ist was, was für uns wichtig war auf nationaler Ebene. Außerdem setzt das Senderrahmenwerk eine größere Bedeutung in die Sektoren, in die einzelnen Fachbereiche, was hier passieren muss, um zu diesem gesamtgesellschaftlichen Ziel der Resilienz beizutragen. Das Senderrahmenwerk ist auch gezielter, was die Politikkohärenz angeht. Also wie kann Katastrophenrisikomanagement als Querschnittsaufgabe verankert werden? Und damit hat man natürlich mit den globalen Agenden 2015 und 2016 schon ein internationales Vorbild geschaffen durch die Agenda für Nachhaltigkeit, dem Pariser Klimaschutzabkommen und der neuen urbanen Agenda, wo das Thema aufgegriffen wurde. Und ein weiterer Punkt, die engere Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen. Also die 4 Handlungsebenen, die im Senderrahmenwerk sich wiederfinden, die lokale und nationale Ebene und die regionale, also die europäische in unserem Fall, und globale Ebene, internationale. Auch hier diese ebenenübergreifende Zusammenarbeit war ein weiterer Punkt. Das sind jetzt vielleicht neue inhaltliche Akzente, die wir wichtig fanden, aber im Senderrahmenwerk stehen natürlich auch schon viele Dinge drin, die wir in Deutschland wahrnehmen und das auch ganz gut. Deswegen haben wir uns angeschaut, welche Anknüpfungspunkte haben wir eigentlich schon in Strategien, Sektoren oder gefahrenübergreifende Strategien, die sich das Thema beschäftigen. Wir haben eine neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung, die Nachhaltigkeitsstrategie, eine Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen, eine Klimawandelanpassungsstrategie, eine zur Digitalisierung, aber auch in der internationalen Zusammenarbeit wird das Thema intensiv aufgenommen durch die strukturbildende Übergangshilfe oder auch in der humanitären Hilfe, um Krisen zu verhindern und Konflikte zu bewältigen. Darüber hinaus ist das Thema auch in sektoralen und gefahrenspezifischen Strategien aufgegriffen bereits, also zum Beispiel in der Leipzig-Karte mit der Risikovorsorge in der Stadtentwicklung oder die Agrarministerkonferenz hat das Thema Risiko- und Krisenmanagement intensiv aufgegriffen. Wir haben auch einen nationalen Pandemieplan, das auch schon vor Corona. Es gibt Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen. Es gibt eine Cybersicherheitsstrategie, die dieses Jahr auch erneuert wurde. Und natürlich in einem föderalen Staat wie Deutschland ist das Thema in den Strategien und Gesetzen der Länder aufgegriffen. Genauso haben wir bei der Risikoanalyse des Bundes für den Bevölkerungsschutz zahlreiche Handlungsempfehlungen bereits identifiziert. Es gibt wissenschaftliche Studien, auf die zurückgegriffen wird und andere internationale Empfehlungen neben dem Senderrahmenwerk, die das Thema aufgreifen, zum Beispiel bei der NATO mit den Resilience Goals.
dieser Analyse, wo liegen unsere Anknüpfungspunkte, was gibt es eigentlich schon, haben wir eine erste Bilanz gezogen. Das sind eigentlich viele Maßnahmen, die im Risiko- und Krisenmanagement notwendig sind, im Sinne des Länderrahmenwerks bereits angestoßen werden und sich auch in der Umsetzung befinden. Einige Maßnahmen aber nur Teilaspekte von einem wirklich umfassenden Katastrophenrisikomanagement abdecken. Und manche Maßnahmen auch noch nicht benannt oder initiiert wurden. Und das war damals zum Beispiel, als wir diese Analyse durchgeführt haben, das Thema Schadensdaten. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, auf diesen existierenden Bausteinen, also diese Strategien und Prozesse zu diesen unterschiedlichen Themen, darauf aufzubauen, die Lücken, die wir gesehen haben oder die Bedarfe zu adressieren und dieses zusammen auf diese Verweisen, dieses Verknüpfen mit neuen Maßnahmen zu ergänzen in einer Resilienzstrategie. Wir wollten damit natürlich auch einen Mehrwert schaffen und nicht einfach andere Prozesse wiederholen oder parallele Prozesse aufbieten. Und deshalb war das Thema Kohärenz ganz zentral in dieser Entwicklungsphase und damit vor allen Dingen zu den Themen Nachhaltigkeit und Anpassung an den Klimawandel. Nun, in dieser konzeptionellen Phase gab es ein paar Meilensteine. Ich würde sagen, die Ausgangsbasis für diesen ganzen Prozess war eigentlich, dass sich 2016 schon eine interministerielle Arbeitsgruppe zusammengefunden hat, damals aus 3 Ministerien. Mittlerweile sind es 5, sie wächst weiter auch an. 2017 dann wurde die Kontaktstelle eingerichtet, die wir heute hier da präsentieren. Und wir koordinieren und beraten diesen Prozess fachlich. Zusammen haben wir dann 2018 diese Umsetzung des Länderrahmenwerks konzeptionalisiert, auch die Idee der Resilienzstrategie zusammen ausgearbeitet, haben das den Ländern vorgestellt über einen Arbeitskreis unter der Innenministerkonferenz. Wir haben eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die ging weit über das hinaus, was ich gerade eben vorgestellt hatte. Die Ergebnisse sind auch in einen EU-Bericht eingeflossen über die Risikomanagementfähigkeiten. Und im Oktober 2018, das ist jetzt schon echt etwas länger her, vor ein paar Jahren waren wir hier auch bei der Fachtagung und hatten einen Workshop dazu, um Ihre Ideen einzusammeln für einen ersten Entwurf dieser Strategie. Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich den Erstellungsprozess. Anfang 2019 haben wir dann einen ersten Entwurf der interministeriellen Arbeitsgruppe vorgelegt mit Ihren Ideen aus der Fachtagung und dieser Bedarfsanalyse. Dieser Entwurf wurde dann in der interministeriellen Arbeitsgruppe weiterentwickelt. Und 2020 kam es dann Anfang 2020 zu einer Erweiterung der interministeriellen Arbeitsgruppe. Das Bundesgesundheitsministerium kam dazu. Und wir sind mitten in die Corona-Pandemie gekommen, wo wir tatsächlich ja schmerzlicherweise auch in der Realität nochmal prüfen konnten, ob das, was wir da angestoßen haben, richtig ist, was eine besondere Bedeutung hat. Und wir konnten natürlich auch täglich lernen, dazulernen, was vielleicht noch neue Maßnahmen sind, die in so einer Resilienzstrategie aufgegriffen werden können. Deswegen haben wir 2020 natürlich genutzt, um diese Strategie nochmal weiter auszugestalten, bis wir dann im März diesen Jahres die interministerielle Arbeitsgruppe diesen Entwurf unter sich abgestimmt und wurde über das Bundesinnenministerium an alle Ressorts gespiegelt. Es gab dann 2 Abstimmungsrunden im April und Mai und im August und September. Und wir in der Kontaktstelle arbeiten derzeit die Kommentare aus diesen Runden zusammen und machen den letzten sprachlichen Feinschliff. Was steht drin in diesem Entwurf, der uns heute vorliegt? Ich fange mal an mit dem Titel. In der Zielsetzung ist ein Rahmenwerks wird von Strategien der Katastrophenvorsorge gesprochen. Für uns war das aber nicht der Begriff, der all das, was wir gerne tun, um dieses Ziel zu erreichen, wirklich, dass das damit abgedeckt ist. Wir hätten die Strategie vielleicht auch Bevölkerungsschutz nennen können oder Risikomanagement, Katastrophenrisikomanagement. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, so eine solche Strategie muss viel weitergehen. Und was diesen unterschiedlichen Ansätzen des Risiko- und Krisenmanagements aus den Fachbereichen, die sich in der interministeriellen Arbeitsgruppe damals noch zusammengefunden haben, gemeinsam war, war das Ziel der Resilienz. Und das sollte auch im Zentrum dieser Strategie stehen. Ein weiterer gemeinsamer Nenner war die 4 Handlungsprioritäten des Länderrahmenwerks auch als Orientierung für Handlungsfelder der Strategie zu nutzen. Das sind hier im äußeren Kreis zu sehen, bunt gefärbt. Und die 4 Phasen des Risiko- und Krisenmanagementzyklus sollten auf jeden Fall abgedeckt werden. Also der Bereich Prävention, Vorbereitung, Bewältigung, Nachbereitung und die Kernschritte, die sich darunter wiederfinden. Das als konzeptionelle Ausgangsbasis auch für den Titel der Strategie.
Das übergeordnete Ziel der Strategie hat zwei Dimensionen. Eine nationale, wo es darum geht, die Stärkung einer resilienten Gesellschaft in Deutschland gegenüber Katastrophen zu stärken und durch Deutschlands internationale Zusammenarbeit auch weltweit zur Umsetzung des Sender-Rahmenwerks beizutragen. Die drei strategischen Ziele, die darunter formuliert wurden, spiegeln das wieder, was ich so auch aus dieser konzeptionellen Phase schon erzählt habe, nämlich dass bestehende Strukturen und Systeme durch neue oder verbesserte Maßnahmen Katastrophenrisikomanagement ergänzt und verknüpft werden, also der integrative Ansatz, dass die Kooperation zwischen den Akteuren verbessert werden soll, vor allen Dingen staatliche und nichtstaatliche Akteure enger zusammenarbeiten im Katastrophenrisikomanagement. Und dass die Koordination verbessert werden soll. Und das vor allen Dingen durch die Verbreitung und Verknüpfung von Informationen, Erkenntnissen und Ergebnissen, die wir aus diesen unterschiedlichen Akteuren und Prozessen sammeln, dass diese besser miteinander zusammenwirken. Zu den Zielgruppen der Strategie ist zu sagen, oder die kann man schnell beantworten, nämlich eigentlich jeder von uns. Das liegt daran, dass wenn man sich ein Ziel setzt, eine resilientere Gesellschaft zu stärken, dass dann natürlich auch das nur gelingen kann in Zusammenwirkung mit allen Akteuren. Die Strategie ist eine Strategie des Bundes für die Bundesregierung mit diesem Verständnis der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren. Und da ist neben dem Staat die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, die Medien und die Privatwirtschaft angesprochen, als auch alle Ebenen, also von der lokalen Ebene über die nationale, die regionale, also europäische und die internationale Ebene. Und es sind alle Fachbereiche, also alle Sektoren gefragt. Hier sind exemplarisch ein paar genannt, also der Gesundheitsbereich, Kultur, die Energie oder Mobilität. Zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen, also die Handlungsfelder orientieren sich auch an den Handlungsprioritäten des Sender-Rahmenwerks. Und darunter haben wir einige generische Maßnahmen identifiziert und Handlungsempfehlungen, die ich hier Ihnen heute im Bogen vorstellen kann. Unter dem Handlungsfeld 1 verbergen sich Themen wie Risikoanalysen zu verbessern, frühzeitiger Risiken schon zu erkennen, die Datenlage zu verbessern, da ist zum Beispiel auch das Thema Schadensdaten mit verankert, das Bewusstsein in der Bevölkerung für dieses Thema zu stärken, auch um dieses Thema über Bildung und Fortbildung weiter in die unterschiedlichen Bereiche zu bringen. Unter dem Handlungsfeld 2 geht es vor allem um diese Bereiche, wie kann man Katastrophenrisikomanagement als Gemeinschaft oder Querschnittsaufgabe verankern und die entsprechenden Risikomanagementfähigkeiten und Koordinierungsmechanismen dazu aufbauen. Es geht darum, diese Politikkohärenz, die ich erwähnt habe, mit anderen sektorübergreifenden Themen aufzubauen und die Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, hier zum Beispiel auch im Sinne einer nationalen Plattform und die Zusammenarbeit im Katastrophenrisikomanagement eben mit der Europäischen Union. Wir haben das Handlungsfeld 1, 2 und 4, was ich gleich vorstellen wird, sektorunspezifisch ist, kommen im Handlungsfeld 3 vor allen Dingen diese ganze fach- oder sektorspezifische Perspektive zu tragen. Also hier unter den Maßnahmen 1 bis 12, die Fachbereiche, die sich auch zum Teil oder in den Ressortverantwortlichkeiten widerspiegeln, also sowas wie Gesundheit, digitale Infrastruktur, Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, Arbeit und Soziales oder zivile Verteidigung. Und weitere Themen hier unter 3.13 bis 3.17, die zwar eine sektorale Perspektive haben, aber sich nicht einmal als einen Sektor zuordnen lassen, wie zum Beispiel die Bedürfnisse, aber auch die Kompetenzen von vulnerablen Gruppen stärker mit einzubeziehen in dieser Arbeit, die Verbreitung von innovativen Technologien, der Kulturschutz, die kritischen Infrastrukturen und die Verbreitung von bewährten Praktiken. Im Handlungsfeld 4 geht es dann konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung und vor allem den Wiederaufbau. Also geht es um das Thema Warnung, wie zum Beispiel, oder 4.1, um Prognosen von Schadenslagen, um den Ereignisfall öfter zu üben, die Notfallplanung weiterzuentwickeln, die Aus- und Fortbildung von Einsatz- und Führungskräften, die Anreize für das Ehrenamt zu erhöhen und aus Krisen für die Zukunft zu lernen. Das Gleiche haben wir nochmal für den internationalen Bereich getan, als fünftes Handlungsfeld. Auch orientiert an diesen vier Handlungsprioritäten des Sender-Rahmenwerks werden hier ähnlich wie zum nationalen Bereich Maßnahmen formuliert, wie die Risikoanalysen,
Das Thema Governance und risikoinformierte Planung ist aufgegriffen. Die Verknüpfung von den nationalen und internationalen Ansätzen, Thema, was gestern oft aufgegriffen wurde. Die Förderung der multilateralen Zusammenarbeit, also hier zum Beispiel auch mit der UN enger zusammenzuarbeiten. Und ähnlich wie im nationalen Teil ist das Handlungsfeld 3 wieder auf sektorale Themen stärker fokussiert, also Vorsorgemaßnahmen auf der Gemeindeebene, soziale Sicherungssysteme, der Risikotransfer und resiliente Infrastrukturen. Dasselbe in Handlungsfeld 4. Hier geht es wieder um die Bewältigungskapazitäten, zum Beispiel in anderen Staaten zu unterstützen, den Wiederaufbau entwicklungsorientiert zu unterstützen in diesen Staaten. Und eine Hausaufgabe für uns, die Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit stärker zu fördern. Das erstmal als die groben Inhalte der Strategie. Leider kann ich Ihnen heute noch kein vollständiges Dokument zur Verfügung stellen. Dafür müssen wir noch ein paar weitere Schritte gehen, auf die ich jetzt noch eingehen werde. Dieses Jahr wird es das Ziel sein, diesen Entwurf mit allen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, zusammenzufügen und so weit abzustimmen, dass wir damit Anfang 2020 in einen Austausch mit den Ländern gehen können. Wir wollen hier diskutieren, wo es Anknüpfungspunkte zu ähnlichen Initiativen mit den Bundesländern in Deutschland gibt. Und wir möchten eine Fachöffentlichkeit für einen Dialog einladen, diesen Entwurf zu diskutieren und gegebenenfalls auch an anderen Stellen weiterzuentwickeln. Das soll dann Mitte 2020 in einem Kabinettsbeschluss münden. Dafür brauchen wir natürlich erstmal noch eine neue Regierung und einen abgestimmten Entwurf, den wir hoffen, über die nächsten Monate vorliegen zu haben. Mit diesen Zeitplan gehen natürlich auch noch ein paar Fragen der Zusammenarbeit einher. Ich habe die interministerielle Arbeitsgruppe erwähnt. Da sind derzeit 5 Ministerien aktiv. Es ist eine Einladung an alle Ministerien ausgesprochen, sich hier zu beteiligen. Das heißt, wir erwarten hier auch eine Erweiterung der interministeriellen Arbeitsgruppe in diesem Prozess. Der Dialog mit nichtstaatlichen Akteuren auch zur Resilienzstrategie soll einen Auftrag geben für die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren, auch für die Umsetzung dieser Strategie. Hier haben wir in der Vergangenheit oft von einem Netzwerk der Netzwerke gesprochen und ein Webportal. Und dazu möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen, sondern das ist das Stichwort für mich an meine Kollegin zu übergeben und ich freue mich später auf Ihre Fragen. Hallo zusammen, auch nochmal von meiner Seite. Ich beende kurz mal hier eben die Freigabe und würde den Bildschirm für das Webportal schon mal freigeben. Ja, dieses Webportal, von dem die Frau Köxel dann schon gesprochen hat, ist ein Webportal zum Thema Katastrophenrisikomanagement in und durch Deutschland, kurz katrima.de, das wir erstellen im Auftrag der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Länderrahmenwerks und was finanziell durch das BMZ und die GIZ unterstützt wird, inhaltlich aber natürlich von der gesamten IMAX-Sender. Allerdings steht natürlich jetzt die Frage im Raum, warum brauchen wir so ein Webportal, warum brauchen wir katrima.de und was muss man sich darunter denn vorstellen? Der ein oder andere oder die ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht Prevention Web, das ist von einem Portal von den Vereinten Nationen. Das ist ungefähr auch die Intention, die wir mit katrima.de verfolgen. Wir sind nun natürlich inhaltlich noch, also vom Aufbau her unterscheiden wir uns ein bisschen und inhaltlich natürlich auch noch nicht so weit, dass wir so viele Informationen zur Verfügung stellen können, wie es bei Prevention Lab der Fall ist. Unsere Motivation hinter katrima.de ist aber eigentlich eher die, Frau Köxler hat es eben schon erzählt, wir haben im Vorfeld der Resilienzstrategie und auch aufgrund unserer Beteiligung an diversen Berichtspflichten, denen wir in den letzten Jahren nachgekommen sind, einen erheblichen Rechercheaufwand betrieben und dabei ist uns einfach aufgefallen, dass es schon wahnsinnig viel gibt, was in Deutschland im Bereich des Katastrophenrisikomanagements bzw. zur Stärkung der Resilienz gemacht wird, sowohl in Deutschland als auch durch Deutschland in der internationalen Zusammenarbeit. Es war aber auch für uns, die ja sehr genau wussten eigentlich, wonach sie gesucht haben, teilweise sehr mühsam, diese Inhalte zu finden, weil die häufig noch nicht entsprechend aufbereitet sind oder irgendwie auch nur so in einem Nebensatz gefallen sind. Und dies möchten wir gerne ändern. Wir möchten all dem, was es schon gibt, nicht nur von staatlicher Seite, all dem möchten wir gerne Sichtbarkeit bieten, weil wir der Meinung sind, dass effektives Katastrophenrisikomanagement nur gelingen kann, wenn vorhandenes Wissen
über die entsprechenden Akteure, die agieren, die Regelwerke, denen die Aktionen überhaupt zugrunde liegen, die Instrumente, mit denen diese Regelwerke umgesetzt werden können und auch und vor allem die bewährten Praktiken, die Erfahrungen, die wir und auch die Sie machen in der Umsetzung, dass die geteilt werden, diskutiert werden und miteinander verbunden werden. Aus diesem Grund auch, dieser verbindende Charakter ist uns sehr wichtig und auch das Miteinanderreden, aus diesem Grund soll auch das Webportal katrima.de nicht ein klassisches Webportal sein, auf dem wir ein paar Informationen hinterlegen und Sie schauen dann, was Sie da machen, sondern wir möchten gerne, dass das eine partizipative Wissensplattform wird, die wir gerne mit Ihnen zusammen gestalten möchten. Wir stehen jetzt hinsichtlich der Inhalte, die, wie Sie gleich sehen werden, ich werde gleich noch mal kurz über die Webseite führen, der Inhalte, die bisher dort abgebildet werden, wirklich noch ganz am Anfang und möchten Sie bitten, beziehungsweise Sie auch dazu einladen, sich daran zu beteiligen und mit uns gemeinsam die inhaltliche Ausgestaltung dieses Webportals vorzunehmen. Katrima.de ist aber, also es ist aber auch wichtig, natürlich können wir und werden sicherlich auch zu keinem Zeitpunkt den Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Mit Ihrer Hilfe können wir dem aber natürlich deutlich näher kommen, als wir das alleine können, weil nur Sie wissen, womit Sie sich tagtäglich beschäftigen, von welchen gemachten Erfahrungen Sie zehren, welche Instrumente Sie benutzen, was Sie daran für gut befinden und wo Sie denken, boah, nee, das ist irgendwie, das funktioniert überhaupt nicht, das müsste dringend nochmal überarbeitet werden. Das ist ja auch sehr gerne ein Dialog, den wir da mit Ihnen führen möchten. Damit Sie allerdings überhaupt mal ein Gespür dafür kriegen, woran wir gerne möchten, dass Sie sich beteiligen, würde ich einmal kurz über die Webseite führen und an dieser Stelle einfach mal mit der Startseite starten. Die Startseite ist ganz klassisch aufgebaut. Wir haben hier oben Aktuelles, wo jetzt natürlich brandaktuell der Start der Fachtagung Katastrophenvorsorge von gestern noch steht. Darauf folgend wird übergeordnete Fragestellung des Webportals gestellt, nämlich wer macht was. Bezug nehmend, ich hatte ja jetzt schon die Regelwerke, Instrumente und bewährte Praktiken erwähnt, könnte man diese Fragestellung auch noch erweitern mit wie und womit. Diese Fragen möchten wir im Anschluss auch schon auf der Startseite direkt beantworten bzw. dazu überleiten, indem wir Ihnen einfach zeigen möchten, wer wirkt mit, auf welcher Grundlage, auf welcher regulativen Grundlage, welche Instrumente können dabei an die Hand gegeben werden und ja sozusagen schon fast mit am wichtigsten, welche Erfahrungen werden in der Praxis gemacht. Darüber hinaus können Sie auf unserer Startseite auch noch sehen, wie Katastrophenrisikomanagement in der internationalen Zusammenarbeit oder auch in Deutschland umgesetzt wird. Es gibt Hinweise zu nationalen und internationalen Veranstaltungen und auch ein sehr wichtiger Punkt, das Kontaktformular. Sie können uns, sobald Sie Zugriff auf die Webseite haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular kontaktieren. Oder natürlich über die gängigen Kanäle, unsere E-Mail-Adressen und Telefonnummer werden Sie gleich nochmal sehen. Wenn es speziell um das Webportal geht, wenn Sie da bereits Ideen oder Ähnliches haben, gerne unter katrima@bbk.de, aber das zeigen wir Ihnen gleich. So, neben der Startseite gibt es natürlich auch noch weitere Inhalte oder weitere Möglichkeiten, sich auf der Webseite zurechtzufinden. Wir haben hier oben einmal den Punkt Ansatz. Klicke ich jetzt drauf. Und der Ansatz wird Ihnen das Konzept des Katastrophenrisikomanagements nochmal erklären. Angefangen von der Terminologie, der internationalen, der Übersetzung ins Deutschen und wie das Verständnis in Deutschland ist. Über die Ausprägung, dann nochmal der Hinweis, wie wird es denn durch Deutschland in der internationalen Zusammenarbeit beziehungsweise durch deutsche Akteure in der internationalen Zusammenarbeit, wie auch durch deutsche Akteure in Deutschland umgesetzt. Darüber hinaus haben wir uns aber auch die Mühe gemacht, einen Rückblick des nationalen und internationalen Katastrophenrisikomanagements zu erstellen. Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung von wesentlichen Ereignissen und Fortschritten zu Themen des Katastrophenrisikomanagements auf nationaler, europäischer und globaler Ebene.
angefangen 1990 mit dem Ausruf der internationalen Dekade zur Reduzierung von Naturkatastrophen, über das Forum Katastrophenvorsorge, was ja vom Deutschen Komitee für Katastrophenvorsorge durchgeführt wurde, über die Fachtagung, über die globalen Agenden, das erste European Forum for Disaster Reduction, aber auch nationale Ereignisse wie die Gründung des BBKs, die Einführung des modularen Warnsystems, der Warn-App-Nina und so weiter, bis heute sozusagen bis zur Neuausrichtung des BBKs. Hier sehen Sie auch wieder den Kontaktbutton. Sollte Ihnen auch da auffallen, wir haben was total Wichtiges vergessen, können Sie sich natürlich auch sehr gerne bei uns melden, dann können wir da gerne drüber sprechen, in welcher Form wir diesen Punkt aufnehmen können. Nun aber zum eigentlichen Kerngeschäft der Webseite, nämlich der Frage, wer macht was? Unter dieser Hauptseite sozusagen zum Thema, wer macht was, wird nochmal dargestellt, was das Informationsangebot auf katrima.de umfasst und mit welchen Filtermöglichkeiten, die sich auf der Webseite zurechtfinden. Es gibt insgesamt immer 4 Filtermöglichkeiten. Ein Filter davon ist der Filter Themen. Da können Sie einmal entweder nach was sektorspezifischen suchen, wenn Sie zum Beispiel schauen wollen, wer ist denn welcher der Akteure oder welches Regelwerk beschäftigt sich denn mit dem Thema Bildung oder Politik und Verwaltung oder Tourismus oder auch sektorenübergreifend. Ehrenamt, Übung und so weiter. Dann gibt es noch als zweiten Filter den Filter Akteursgruppen. Dort können Sie schauen, ob welche Akteure angesprochen werden oder gerade bei den Akteuren, aus welchem Bereich der Akteur stammt, nämlich ob es Staat, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Privatwirtschaft oder Medien ist. Im Bereich Aktionsräume können Sie filtern, ob der jeweilige Akteur oder das jeweilige Regelwerk eher die lokale Ebene anspricht, die nationale oder die internationale. Und bei den Handlungsfeldern können Sie zwischen den Phasen des Risiko- und Krisenmanagements entscheiden. Umso mehr Filter Sie auswählen, umso präziser wird das Ganze natürlich. Damit ich aber jetzt nicht so viel Theorie nur erzähle, würde ich vorschlagen, wir schauen uns einfach mal eine Suchmaske an und auch fangen mit den Akteuren an. Sie können hier entweder über die Schlagwortsuche suchen oder, wie schon gesagt, über Themen, Akteursgruppen, Aktionsraum oder das Handlungsfeld filtern. Wenn Sie beispielsweise hier das Thema Ehrenamt auswählen, werden Ihnen die Akteure ausgegeben, bei denen zurzeit dieser Filter hinterlegt ist. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt das BBK und das Deutsche Rote Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuz, der heute unser Gastgeber ist, schauen wir uns doch mal das Profil des DRKs an. Der Aufbau des Akteursprofils ist folgendermaßen. Sie sehen es, links ist das Logo, hier ist der Name, die Anschrift, Link zur Webseite und auf der rechten Seite können Sie nochmal sehen, welche Filter entsprechend zugewiesen worden sind oder mit welchen Themen sich der jeweilige Akteur auseinandersetzt. Das sieht bei Regelwerk und Instrumenten, sieht das hier oben die Maske eben genauso aus, mit dem einzigen Unterschied, dass wo jetzt der Link zur Webseite steht, teilweise ein direkter Download-Link verfügbar ist, beziehungsweise eine Verlinkung zu eben der Webseite, auf der Sie das Dokument finden. Bei den Akteuren werden Sie weiterhin Informationen zu Zuständigkeiten im Aufgabenbereich, explizit die Aufgaben und auch wichtig die Verknüpfung zum Katastrophenrisikomanagement finden. Dann aber auch Transparenz und in diesem Sinne Querverweise sehr wichtig sind, wird auf diesen Akteursseiten, aber auch zu den Regelwerken dieses Akteurs verwiesen, zu den Instrumenten des Akteurs und auch zu den bewährten Praktiken, die sich diesen Institutionen zuordnen lassen. Wenn Sie aber jetzt beispielsweise auf einem Regelwerk des Akteurs sind, wird hier unten trotzdem stehen Instrumente dieses Regelwerks, sofern sich eine direkte Verbindung darstellen lässt und auch wieder zu den bewährten Praktiken. Da die Seiten, Regelwerk und Instrumente ähnlich aufgebaut sind wie die Akteure, würde ich jetzt einfach nur noch kurz die bewährten Praktiken zeigen, damit wir noch genug Zeit für die Diskussion haben. Bei den bewährten Praktiken ist es so, da sieht die Spalte hier rechts ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt die Fachtagung Katastrophenvorsorge. Die gibt es seit 2016. Es ist eine Veranstaltung, die aktuell virtuell in Deutschland, sonst vorzugsweise in Berlin stattfindet. Es ist noch laufend. Es sieht bisher auch noch danach aus, dass die Fachtagung hoffentlich noch sehr lange weiterlaufen wird.
und uns als Austauschplattform, Austauschveranstaltung weiterhin uns allen nützen wird. Dann die Schwerpunkte, die Fachtagung ist gefördert durchs Auswärtige Amt. Gibt es Informationen zu Ziele und Maßnahmen der entsprechenden guten Praktik, zu Quellen und weiteren Links und hier unten auch nochmal die entsprechenden Akteure, die ja eben die Mitorganisatoren der Fachtagung sind. Ja, das wäre es im Prinzip jetzt, das zum Thema Webportal im Schnelldurchgang, sobald katrima.de frei zugänglich ist. Wir hoffen, das wird in den nächsten Wochen der Fall sein. Das hat aus technischen Gründen leider zur Fachtagung jetzt noch nicht geklappt und aus Barrierefreiheitsgründen. Wir werden Sie aber über das Orga-Team der Fachtagung kontaktieren lassen, sobald, sobald das Webportal frei zugänglich ist und freuen uns bis dahin auf Ihre Frage heute und auf den zukünftigen Austausch. Ja, ganz herzlichen Dank nach Bonn für die spannende Übersicht und auch schön, Laura, dass du frohen Mutes bist, dass die Fachtagung Katastrophenvorsorge weiterlaufen wird. Das hoffen wir natürlich auch, aber gehen eigentlich auch fest davon aus. Eine Frage, die sich im Chat sehr oft ergeben hat, wann wird die Seite denn online sein und kann man sich selber ein Profil erstellen und dann Informationen einstellen? Selber ein Profil erstellen kann man sich nicht, aber wir verschicken natürlich gerne die Formatvorlagen und dann können die Akteure natürlich gerne selber das formulieren. Das nimmt uns natürlich auch viel Arbeit ab, wenn wir die Texte nicht alle selber schreiben müssen und die dreimal hin und her schicken. Die Funktion haben wir nicht, dass man die jetzt selber erstellen kann und direkt online stellen kann, wie es, weiß ich nicht, beispielsweise bei Wikipedia ist, sondern das läuft aktuell, würde es noch technisch so laufen, bis wir die Formatvorlage rausschicken, beziehungsweise die Leute ja auch selber jetzt sehen können, wie es aufgebaut ist und uns dann die Informationen bereitstellen und wir würden es dann selber hochladen, was halt auch daran liegt, dass wir an den sogenannten Government-Zeitbilder gebunden sind, woran halt Behörden gebunden sind an ein bestimmtes Tool und das kann halt nur auf eine bestimmte Art und Weise genutzt werden. Das Online-Gehen ursprünglich war ja der Plan, was leider nicht funktioniert hat, dass das Webportal jetzt zur Fachtagung schon online ist. Wir gehen schon davon aus, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch der Fall sein wird. Es müssen halt noch ein paar Feinheiten geklärt werden, technisch und auch in Hinsicht Barrierefreiheit. Und sobald das der Fall ist, würde ich jetzt optimistisch schätzen, im Dezember der Fall sein. Okay, fantastisch. Ich glaube, wir können dann auch den Verteiler der Fachtagung nutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Plattform dann noch online ist. Eine Frage vielleicht an Nina. Wie erreichen wir denn eine stärkere Einbindung der Bevölkerung und der Akteure im Bereich der Resilienzstärkung? Ist die Frage jetzt auf die Strategieentwicklung bezogen oder auf die Umsetzung schon? Also was die Strategieentwicklung angeht, habe ich ja gesagt, dass es dort eine ausgewählte Fachöffentlichkeit gibt, die unterschiedliche Interessen und Perspektiven vertreten soll. Und wir hier einfach nochmal in Dialog treten wollen, ob wir wirklich alle Punkte auch berücksichtigt haben. Also das sollen Interessensvertretungen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Sektoren oder Ebenen sein. Was die Umsetzung angeht, das ist ein neues Kapitel. Das bewahre ich mir für nächstes Jahr für die Fachtagung auf. Das werden konkrete Maßnahmen sein, die in der Strategie stehen, die ich jetzt in dem Detail noch nicht verraten kann. Aber ich glaube, das ist ja auch nochmal eine spannende Verbindung zum Panel gestern mit Herrn Schuster und Herrn Reuter, wo ja Herr Schuster auch sehr deutlich gemacht hat, dass es eben eine Verknüpfung Bundesebene, Landesebene und kommunale Ebene geben soll. Von daher glaube ich auch nochmal ein spannender Prozess, der da vor uns liegt. Jetzt hat die Entwicklung der Strategie ja doch ein paar Jahre in Anspruch genommen. Wie ist denn eure Einschätzung? Hat die Covid-Pandemie dazu beigetragen, dass das Bewusstsein noch mal gestärkt wurde, dass es tatsächlich so eine Strategie braucht, die wirklich umfassend noch mal die Katastrophenvorsorge zusammenfasst, beziehungsweise auch den Zivil- und Bevölkerungsschutz? Ja, auf jeden Fall. Also du hast recht, das war sicherlich kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenlauf. Und ich finde, das ist dem Thema aber auch angemessen. Es ist ein sehr breites, komplexes Thema und es wird manchmal so trivial gesagt, ja, alle müssen zusammenarbeiten und Politikkohärenz, aber wenn man dann doch mal ins Detail schaut, ist da viel dickes Brett zu bohren. Und die Corona-Pandemie war insofern nochmal ein Beschleuniger für das Thema und
eine Bremse zugleich im Sinne der Beteiligung, weil viele natürlich mit der Krisenbewältigung beschäftigt waren. Beschleuniger insofern, dass für das Thema wirklich in allen Fachbereichen sensibilisiert wurde, weil wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, wie tatsächlich alle Sektoren, jeder einzelne von uns, jeder Fachbereich, jede Ebene betroffen war. Und es hat einfach nochmal bestärkt, dass dieser ganzheitliche Ansatz, den wir auch mit dem Ziel der Resilienzstärkung verfolgen, eigentlich der Weg ist, den wir gehen müssen. Dass auch das wieder Thema viel gestern gewesen, dass dieses Silo-Denken alleine nicht ausreicht. Ja, vielen Dank. Dann noch zwei weitere Fragen, die reingekommen sind. Da der Bericht oder die Strategie noch nicht in der Vollfassung verfügbar ist, ist absehbar, dass es eine vorläufige Entwurfsvorlage gibt, die man teilen könnte? Oder müssen wir tatsächlich warten, bis dann bis die Strategie final beschlossen wurde? Ich befürchte Letzteres. Einfach, weil ich glaube, es ist niemandem damit gedient, halbfertige Produkte rauszugeben, die dann letztendlich nochmal abgeändert werden. Ich glaube, an diesen Kerninhalten, die ich hier heute vorgestellt habe, wird sich nicht mehr viel ändern. Also sprich, die Handlungsfelder, die Ziele und auch die Maßnahmenkategorien werden sich nicht mehr ändern. Was sich allerdings in dieser Strategie noch verbirgt, was ich natürlich jetzt heute im Detail nicht vorstellen kann, sind die einzelnen Handlungsempfehlungen, die sich unter diesen Maßnahmen befinden. Und das sind die wir halt nochmal weiter diskutieren möchten. Und sobald die stehen, ich glaube, da haben dann auch alle was von, wenn ein Dokument rausgeht, was wirklich abgestimmt ist und was uns dann auch die Richtung für die nächsten Jahre weist, für die Umsetzung. Okay, dann vielen Dank dafür. Dann noch eine Frage zum Webportal. Das DKKV findet sich beispielsweise darauf noch nicht, das Union Civil Protection Knowledge Network noch nicht. Das wären dann beispielsweise auch so Akteure, die euch anschreiben könnten und sagen könnten, hey, wir hätten gerne ein Profil, das sind die Informationen. Wird's gemacht. Also zum einen muss ich jetzt sagen, du tust uns Unrecht. Wir haben nämlich einen sehr guten Austausch mit dem DKKV und das DKKV findet sich schon auf der Webseite. Aber du hast quasi den Kern natürlich richtig wiedergegeben. Wenn Sie noch nicht von uns gehört haben, noch nicht direkt von uns angeschrieben worden sind, aber denken, Mensch, unser Studiengang, unser Netzwerk, was auch immer, muss da drauf und wir möchten da auch gerne schon Sie möchten auch gerne schon mit uns in Austausch treten, bevor das Webportal offiziell online geht, können Sie uns gerne eine Mail schreiben, wir lassen Ihnen die Formatvorlagen zukommen und dann können wir das auch gerne schon im Vorfeld regeln, weil the more the merrier und je besser gefüllt ist, je besser das Webportal auch schon gefüllt ist zu dem Zeitpunkt, wo es online geht, umso größer ist der Nutzen zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon. Okay, vielen Dank für die Klarstellung. Dann noch eine Frage. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und auch während der Workshops auf der Fachtagung kam öfter mal das Thema Schadensdaten auf. Könnt ihr schon mehr dazu sagen, was dazu in der Strategie stehen wird? Ja, ich habe erwähnt, das Thema Datenlage war uns was wirklich fast alle Bereiche irgendwie beschäftigt. Und wir haben natürlich auch noch eine internationale Berichtspflicht. Da geht es um Schadensdaten hinsichtlich der Sustainable Development Goals beziehungsweise dem Senderrahmenwerk. Dies möchten wir auf jeden Fall weiter vorantreiben. Dazu ist auch eine konkrete Maßnahme oder Handlungsempfehlung in der Strategie genannt. Was sich jetzt allerdings, verändert hat im Vergleich zu 3-4 Jahren zurück ist, dass das Interesse an Schadensdaten nochmal enorm gestiegen ist und dass es natürlich auch jetzt weitere Initiativen gibt, die dieses Thema weiter vorantreiben. Viele von Ihnen haben vielleicht zum Beispiel auch schon vom Klimaschadenskataster gehört. Es gibt andere Institutionen der Bundesregierung, die dieses Thema auch weiter vorantreiben. Und ja, wir hoffen, dass wir in Zukunft mit dieser Strategie, mit der Maßnahme, die dazu formuliert ist, das Thema Schadensdaten systematisiert für Deutschland erheben können. Fantastisch, dann würde ich sagen, herzlichen Dank an euch. Ich sehe keine weiteren Fragen im Chat. Ich glaube, alle sind glücklich, freuen sich drauf, dann auf der nächstjährigen Fachtagung die finale Version der Resilienzstrategie begutachten zu können und dann natürlich im Laufe des Jahres auch noch auf das Webportal schauen zu können. Von daher herzlichen Dank an euch und bis demnächst. Danke, Grüße nach Berlin.
Ja, und vielen Dank natürlich auch an euch für die rege Teilnahme und für die Fragen, die ihr jetzt an Nina und Laura gestellt habt. Und wo wir beim Thema Interaktion sind, nochmal ganz kurz der Aufruf an euch, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann nutzt natürlich gerne unseren Hashtag FTKV. Und auch noch ein weiterer Hinweis, wer jetzt irgendwas verpasst hat, gestern oder auch heute schon bis jetzt, der braucht nicht traurig sein, denn wir zeichnen ja alle Programmpunkte, die im Streaming laufen, auf. Und die könnt ihr dann auch später auf unserer Eventseite abrufen. Es wird dann nochmal eine E-Mail geben mit der Info, dass das jetzt verfügbar ist. Dann könnt ihr euch die entsprechenden Programmpunkte alle nochmal angucken. Und wir bleiben so ein bisschen beim Thema nochmal angucken, denn wir haben ja vorhin tatsächlich mit dem lieben Sebastian, ich rufe dir schon mal den Hinweis zu, ein Thema gar nicht mehr geschafft. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz rüber ins Graphic Recording. Und zwar ging es um das berühmte Laborbetreuung 5000, was ja gestern auch als besonders positives Beispiel im Bevölkerungsschutz mehrfach Erwähnung fand. Kannst du uns noch mal ganz kurz durchführen, wie du das Panel wahrgenommen hast? Genau, sehr gern. Das Laborbetreuung 5000 ist ein Pilotprojekt einer Betreuungsreserve. Und es soll im Krisenfall möglich sein, jeweils 5000 Menschen in mobilen Einrichtungen nicht nur unterzubringen, sondern auch zu versorgen und zu betreuen. Erster Punkt, der angesprochen wurde oder länger ausgeführt wurde, war die Unterbringung in temporären Unterkünften, also Unterkunftszelten. Und hier wurde uns berichtet über Tests mehrerer Zelte. Also hinsichtlich Aufbauzeit, Regenlasterprobung, Windlast, thermale Kapazitäten und noch vieles mehr. Hier wurden eben 5 Zelte durchdekliniert und geschaut, was sind da die Pro und Contra des jeweiligen Zeltes. Und dann, was ich eben auch sehr spannend fand, eben zum Thema Versorgung und Betreuung, dass eben hier wurde gezeigt, wie die medizinische Versorgung dann vor Ort geschehen kann, nämlich okay, einerseits wurde gesagt, Impfversorgung soll dort sein, aber eben auch mobile Arztpraxen, die 48 Stunden autark sein können, was Strom und Wasser betrifft, ein Labor haben, IT haben, Wasserfiltertechnik und dann, das sagte Stefan eingangs schon, auch spezielle Sachen wie Gynäkologie und die Betreuung auch schwangerer Personen und so weiter sicherstellen können. Des Weiteren, Pflegestationen, das wurde eigentlich damit gesagt, und ein Infektionskrankentransportwagen soll eben auch zur Verfügung stehen und Isolationsschutz, wenn denn Krankheiten ausbrechen oder Leute einen Infekt haben. Vielen Dank, Sebastian. Du wirst natürlich auch heute wieder alle Programmpunkte oder beziehungsweise auch die Programmpunkte im Hauptstream, aber dann später auch einige von den Workshops grafisch begleiten. Und jetzt sprechen wir schon gerade von den Workshops. Stefan, gib uns doch mal einen kleinen Ausblick, was uns da heute erwartet. Genau, heute haben wir wieder 5 Workshops/Sessions, 3 zu nationalen Themen, 1 zum innereuropäischen Thema, möchte ich sagen, und 1 zum internationalen Austausch. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr interessant. Nationales Thema, wie kann die Versorgung der Bevölkerung auch von kranken und pflegebedürftigen Menschen in Krisen und Katastrophen langfristig aufrechterhalten werden? Das durch die Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz aus der nationalen Perspektive. Und da geht es ganz einfach darum zu gucken, wie kann man denn in Katastrophen auch stärker zwischen Bevölkerungsschutzkollegen und dann Kollegen, die im pflegerischen Bereich tätig sind, den Austausch stärken, um da eben noch rauszufinden, wo sind denn tatsächlich pflegebedürftige Personen, die man vielleicht auch noch mal gesondert berücksichtigen und betreuen muss. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Austausch. Von daher dann natürlich auch die herzliche Einladung, sich damit reinzuschalten. Und eine zweite Session, auch sehr, sehr spannend. Zum ersten Mal das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dabei. Da geht es dann noch mal darum, sich anzugucken, wie die nationale und europäische zivile Sicherheitsforschung einen Beitrag zum Bevölkerungsschutz und zur Katastrophenvorsorge legen kann. Da die herzliche Einladung auch der Kollegen natürlich aus dem Forschungsbereich sich einzuschalten, aber natürlich auch aus dem operativen Bereich, also unter anderem auch von den Hilfsorganisationen.
Das dritte Thema und da eine unterstützende Organisation der Fachtagung auch wieder mit dabei, das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge, wo es dann darum geht, sich kritische oder die Resilienz kritischer Infrastrukturen anzuschauen und was da Herausforderungen und Lösungen für Digitalisierung ist, insbesondere im Blick auf, okay, wir werden immer digitaler, Infrastrukturen, notwendige Infrastrukturen könnten durchaus Angriff von Hackern werden. Was passiert denn da eigentlich, wenn es dann tatsächlich mal zu so einer Situation kommt? Wie kann man da vielleicht auch Abhilfe schaffen? Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannender Workshop. Also mir fällt es schwer, mich zu entscheiden, wo ich genau hingehen will, aber wir sind ja noch gar nicht durch. Wir haben noch die Technische Hochschule Köln mit dabei, organisationsübergreifende Notfallvorsorgeplanung der Wasserversorgung in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Das ist natürlich auch ein sehr kritischer Punkt. Krankenhäuser sind dringend auf sauberes Wasser angewiesen. Wie geht man damit um, wenn Wasser nicht zur Verfügung steht? Wie kann man da Vorsorge treffen? Von daher auch das ein sehr, sehr spannender Workshop. Der internationale Workshop, den ich schon angekündigt hatte, von den Kollegen von Aktion gegen den Hunger mit einem Beitrag auch des Deutschen Roten Kreuzes zu Protecting Livelihoods and Fighting Malnutrition Through Early Warning and Anticipatory Humanitarian Action. Und das Thema hat sich ja auch gestern schon durch eigentlich alle Panels gezogen, sowohl durch das internationale Panel als dann aber auch durch das nationale Panel. Wie schaffen wir es denn tatsächlich vor dem Auftreten von Katastrophen aktiv zu werden? Und hier der spezielle Fokus nochmal auf nicht Sudden Onset Crisis, sondern eben auf längerfristige Krisen wie beispielsweise Trockenheit, Dürre und dementsprechend dann natürlich auch auftretendem Hunger. Von daher, ich weiß nicht, ob es dir leicht fällt, dich zu entscheiden, in welchen Workshop du gehst, aber wir haben ja zum Glück auch wieder Sebastian mit dabei, der uns alles bestens festhält. Genau, und natürlich, wie gesagt, einige der Workshops werden dann wieder aufgezeichnet, die kann man sich dann im Nachhinein später auch nochmal angucken. Und wer jetzt nicht mitgeschrieben hat vielleicht oder sich alles, was Stefan gerade erzählt hat, gemerkt hat, natürlich findet ihr die Workshops in der Timeline parallel auf den Zeitschienen unterhalb unseres Streams hier. Könnt ihr euch dann einfach wieder in den entsprechenden Workshop, der euch am meisten interessiert, reinklicken. Und einige Workshops werden wieder hier dann im Videofenster im Stream laufen, manche im Zoom. Das werdet ihr dann feststellen an dem kleinen Icon, was ihr seht, einmal das Stream-Icon, einmal das Zoom-Icon. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede zwischen. Die Workshops, die im Stream laufen, werden aufgezeichnet und der Kontakt mit den Referierenden ist dann eben wieder über den Chat im roten Bereich neben dem Videofenster möglich, wo ihr dann Fragen stellen könnt, natürlich auch Anmerkungen, wo ihr in den Austausch gehen könnt. Und die Workshops, die im Zoom-Raum stattfinden, da, wenn ihr da reinklickt, dann werdet ihr über eine Verlinkung eben in einen externen Zoom-Raum weitergeleitet. Der Austausch ist da ganz normal möglich über Audio, Video, so wie man das dann eben individuell einstellt und wie das die meisten von uns jetzt nach anderthalb Jahren oder was von Zoom eigentlich schon ganz gut kennen. Natürlich gibt es auch einen internen Zoom-Chat. Die Workshops da werden allerdings nicht aufgezeichnet, weil die eben auf einer externen Plattform da stattfinden.